Herr de Kalder hat sich bestimmt auch gerne in die Sendung einmal eingeladen, hat er aber nicht getan, Hattest du in der Sendung oder hattest du mal? Was hast du ihm gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Du hast gerade von deinem Ex Kaiser gesprochen. Kaiser flüchtete aus Blödelshow. Roland Kaiser, der hatte so die Faxen dicke, das glauben Sie gar nicht. Der hat nachher gar nichts mehr gesagt und ja, was erzähle ich das Ganze? Sie gucken sich diese Bilder gleich an. Wie gesagt, absoluter Giftschrank. Kaldal hat ihn für uns geöffnet und dieses Bildmaterial wollen wir Ihnen gleich nicht länger vorenthalten. Gleich flüchtet Roland Kaiser aus Dallas. Bis gleich. Samstagabend in Deutschland, Sie sehen die 80er-Jahre-Show mit Katrin Güttler, ehemalige Miss DDR, Kaldal, Modern Talking, wir sind kurz weg, sind aber gleich wieder da. Ich habe es eben schon erzählt, Roland Kaiser, er hatte einen schweren Stand an einem Abend, bei Kaldal war zu Gast, bei Dallas. Was da passiert ist, das gucken wir uns jetzt an. Hallo Roland, braun und abgebrannt. Ich arbeite im Gegensatz zu dir. Du hast so ein Drei-Tage-Bad, das heißt, im Moment brauchst du dich nicht zeigen an der Öffentlichkeit. Oder fällt das schon unter das Vermummungsgesetz? Wie bist du dann zum Sänger geworden? Das ging los irgendwann mit 7 Fässer, weil... War ja so, war das dein erster Hit? Nein, mein zweiter. Was war denn der erste? Der hieß Frei, das heißt allein. Kenne ich nicht. Also was? War es doch der erste. Ich möchte ihm mal noch ein bisschen was aus der Nase kitzeln, auch wenn es ja schwer ist heute. Ein guter Sänger muss ja nicht immer ein guter Verbalakrobat sein. Das verlangt auch keiner von ihm. Es gibt keinen Grund, komisch zu sein, nur um komisch zu sein. Ich weiß jetzt bis heute noch nicht genau, bis zum Moment noch nicht genau, ob das jetzt so eine Masche ist? Und nachher, wenn alles vorbei ist, Alter, war das schon Luftmann, oder ob du so verletzbar bist, dass wir im Grunde gar nicht mehr über dich sprechen dürfen. Wir dürfen auch nicht mehr über dich denken. Ich hätte eigentlich gar nicht herkommen dürfen. Oh, jetzt kommt Applaus. Und warum hättest du nicht herkommen dürfen? Kann ich dir sagen, weil die Form von Talkshow mir nicht gefällt. Ich bin zu einer Talkshow eingeladen. Und nicht hier als Stimmungskanone eingeladen. Du schuldest deinem Publikum heute Abend, dass du sie unterhältst. Und nicht, dass du sauer bist. Nein, das kann man nicht programmieren, Heidi. Tut mir leid. Naja, dann hast du einen Fehler gemacht. Richtig, ich sage ja, ich hätte nicht kommen sollen. Ich finde das richtig, was Sie sagen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit meinen Kollegen. Alles Gute. Tschüss. Da war er weg, der gute Roland, ne? Ja. Wann hast du denn gemerkt, dass er das gar nicht so lustig findet und dass ihm das ein bisschen gegen den Kamm geht? 2 Minuten vor seinem Abgang habe ich das gemerkt. Da war er nicht mehr zu retten. Aber was ich fairerweise mal sagen muss, wir waren nie richtig sauer aufeinander. Wir haben uns sehr schnell wieder versöhnt. Und er war wieder in meiner Talkshow und ist geblieben. Aber darüber schreibt die Presse nicht gerne. Warst du denn danach lieb zu ihm in der nächsten Sendung? Nö. Warum? Warum soll ich lieb sein? Der hat mich einfach verlassen ohne Grund. Ja. Was ist denn direkt nach der Sendung passiert? Geht man dann noch mal irgendwo hin, versucht ihn noch mal zu finden, zu treffen? Fragt man, ist er überhaupt noch da? Kann ich ihn noch ein Bier trinken? Auf dem Klo, ich habe ihn überall gesucht. Er war weg. Er war weg mit CK, ich habe ihn nicht gefunden. Ja. Seine damalige Lebensabschnittsgefährtin ist dann auch 3 Minuten später abgehauen, dann war erstmal Funkstille. Dass man dann sich eine halbe Stunde später in den Arm legt, das weißt du doch auch. Das wird heute Abend mit uns beiden ja wohl auch nicht sein. Ja. Ich bin da ganz zuversichtlich. Hat man ein schlechtes Gewissen? Denkt man vielleicht, ach scheiße, ich habe was falsch gemacht? Ach, muss sagen, dass das jetzt nach 16 Jahren, und er musste sehr viel Interviews, und wird immer wieder gefragt, was war damals? Ich habe 1000 Talkgäste gehabt. Er hat im Abend, er war ein bisschen, ich glaube, er hat an dem Tag sehr viel Mineralwasser getrunken. Ja. Er kam aus dem Plattenstudio und so weiter. Und im Nachhinein war ich nicht so glücklich darüber, dass der abgehauen ist. Ich wusste auch gar nicht, was für eine Welle das durch die deutsche Presse gezogen hat. Das hat die Sendung Dallas damals 1986 erst richtig populär gemacht. Der Abgang von Roland Kaiser. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. War es schwieriger für dich und deine Redaktion danach Gäste zu kriegen, weil die alle gesagt haben, Herrschaftszeiten, wenn der Roland Kaiser da schon rausrennt, dann ist der Karl Dall wohl nicht so ganz ohne. Nein, ich habe 1000 Gäste gehabt in den 10 Jahren. Da muss man auch mal einen Ausfall haben und so. Es war für viele ein Anreiz zu bleiben.